Ja Leute, willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um meine Musik-CDs. Ich zeige euch jetzt nicht alle, sondern nur ein paar. Also es geht immer... Ah, Ohr piept, scheiße. Ich zeige euch halt immer davon, wie die CDs so da... Also es gibt mehrere Parts und ich würde sagen, ich fange mit Part 1 an. Und das wird... Ja. Warte mal, ich würde mal sagen, wir fangen mit den kürzeren Sachen an. Oder? Ich überlege gerade. So, ich zeige euch jetzt hier meine Wolfgang Petri CDs. Es sind nicht gerade wirklich viele. Okay, es sind nicht gerade wirklich viele. Also 5, 6, 7, 8. Das sind nicht wirklich viele. Nee. Ja, hier haben wir Original Album Classics. Ja. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Wolfgang Petri gehört, gebe ich ehrlich zu, weil ich mochte den einfach überhaupt nicht damals. Nur jetzt mag ich den irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich bin zwar jetzt kein Riesenfan von ihm, aber ich finde halt seine Musik gut, die beruhigt mich. Wenn ich nämlich richtig angepisst bin oder sauer, dann beruhigt mich das sehr und ja. Ja, gut, dann hole ich mal hier das Ganze raus. Hier haben wir dann, wartet, ganz kurz mal die CD rausnehmen hier, weil die fällt hier sonst gleich raus. Hier haben wir dann das Album Verlieben verloren. Ich schätze mal, das soll so von der Schallplatte so sein, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, aber gut. Hier haben wir drauf Verlieben verloren, Vergessen verzeihen, also das ist halt das Albumlied. Könnte ich noch einmal mit dir leben? Du bist ein Wunder, das sind diese Augen. Was ist denn schon dabei? Wieso und weshalb denn? Ja, 20 Jahre danach, Sandy, einen Sommer lang und nur mit dir ist es schön, ja. Ich muss dabei sagen, dass ich nur das Lied kenne, Verlieben verloren. Du bist ein Wunder, das sind diese Augen und wieso und weshalb denn kenne ich. Die anderen kenne ich gar nicht. Ja, ich mag, wieso und weshalb denn, ich mag das irgendwie, ich find das voll geil, wie er das singt, wieso und weshalb denn, warum und wofür, hätte niemals geglaubt, dass mir sowas passiert, also ich finde das cool, also, ja, hier haben wir dann die CD, hier steht auch nochmal drauf, die einzelnen, hier unten stehen auch nochmal die einzelnen Lieder drauf, und ja, muss ich mal kurz hier. So, dann haben wir hier ebenfalls die CD zuerst rausnehmen. Hier haben wir dann Frei für dich. Da haben wir halt drauf auf der CD Frei für dich, jede Menge Liebe. Ich wünsch dir viel Glück auf deiner Reise. 7 Tage, 7 Nächte. Endlich weiß ich, wovon du heimlich träumst. Alles ist möglich, ich stehe auf dich, Anfang vom Ende, auch wenn du der Mut, auch wenn du den Mut verlierst, meine kleine Welt, denn eines Tages vielleicht. Hier muss ich ehrlich zugeben, dass ich nur das Lied kenne, 7 Tage, 7 Nächte, das ist das einzige, was ich hier auf dem Album kenne. Dafür, dass ich halt, na gut. So, dann haben wir hier, mein Lieblingsalbum, Wolfgang Petri, einfach geil. Da sind richtig geile Lieder drauf, die gefallen mir sehr. Und hier muss ich halt dann, ja, die CD rausnehmen. Und zwar haben wir dann schon mal mein Lieblingslied auf Platz. Oh, hier sind so richtig geile Lieder drauf, Leute. Also, ich fange mal einfach mal, jetzt spinnt das hier rum. So. Und zwar haben wir hier drauf, oh, dieser Scheiß. Mann, ey, das nervt. Und zwar haben wir hier drauf So ein Schwein. Geil, 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 na dann gute Nacht, ich will das alles nicht mehr, du mit mir, nichts wie weg und Schluck mit Liebe. Schwarz oder weiß, mal wieder voll daneben, das erste Mal im Leben, Gott sei Dank, alles kein Problem, Ballermann, Himmel, Arsch und Zwirn, Müll, guten Morgen, Süße, einfach geil, ich will dich nicht wiedersehen, ich bin so froh, dass es dich gibt, auf deinem weiten Weg und Tage vorher. Ja, meine Lieblingslieder auf dieser CD sind So ein Schwein, geil, 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 na dann gute Nacht. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die anderen waren, die ich so gern mag. Hier Ballermann, einfach geil, das sind die Lieder, die ich halt sehr mag. Und die anderen muss ich mir erstmal anhören, weil ich die normalerweise mal vorspule.
Und deswegen werde ich mir die einfach mal alle anhören und ja. So, dann haben wir hier Wolfgang Petri Achterbahn. Davon kenne ich so gut wie kein einziges Lied. Außer, doch hier Scheiße ist braun, die kenne ich. Aber dazu kommen wir gleich. Ich muss erstmal wieder die CD rausnehmen. Ach, ich zeige sie erstmal sofort hier. So. Dann haben wir hier drinnen, ich will mehr. Hier drauf meine ich. Ich will mehr, wir kommen alle in den Himmel, keine Angst, du machst aus mir eine Achterbahn, morgen ist ein neuer Tag, Mann, Mann, Mann. Nimm mein Herz mit, Sabine, mit dir für immer, ich habe dich immer schon geliebt, SMS, ich liebe dich, ich krieg alles, was ich will von dir, du hast mein Herz geklaut, ob du es glaubst oder nicht, leg dein Gesicht an mein Gesicht auf Majas Blumenwiese und Scheiße ist braun, das ist halt das einzige Lied, was ich kenne. Von dieser CD. Und dann haben wir das letzte, nie genug. Da drauf haben wir Augen zu und durch. Weiber, hab noch lange nie nicht genug. Weiß der Geier, alles würde ich tun für dich. Bis irgendwann, es kommt sowieso ganz anders. Millionär, das darf doch nicht wahr sein. Der Sommer von damals, pass gut auf dich auf. Doch, ich will dich wieder zurück. Dieses Lied ist für euch. Ich schaff das schon, du bist fort. Wie beim ersten Mal und der nie genug Hit-Mix. Hier muss ich übrigens sagen, dass ich ebenfalls nur zwei Lieder kenne, und zwar Augen zu und durch und Weiß der Geier. Das sind halt die einzigen, die ich kenne. So, das waren jetzt die fünf Album-Classics. Wir haben aber noch andere, die ich halt anschließend machen werde. Ich mache erstmal eine kurze Pause. Also ich cutte jetzt mal. Entschuldigung, Leute. Nach der Pause geht es jetzt weiter. Ich habe hier noch drei CDs von Wolfgang Petri und die stelle ich euch jetzt natürlich vor. Und ich habe euch ja zuerst die Album-Classics vorgestellt und jetzt kommen die anderen. Wie gesagt, ich habe halt nur eine kurze Pause gemacht. Ich musste auf Toilette, dann habe ich was getrunken und ja. Gut, jetzt haben wir hier. Warte mal, bevor ich jetzt hier mache, mache ich da die anderen beiden zuerst. Hier haben wir Wolfgang Petri, das letzte Konzert. Boah, krabbelt mir ein scheiß Vieh am Bein rum. Warte mal. Frag mich gerade nur, wo ich mich zugedeckt habe. Ist voll warm hier. Ich sitze hier nur die ganze Zeit mit kurzer Hose hier, also. Na dann, egal. Also hier haben wir halt das letzte Konzert von Wolfgang Petri. Leider, was mich ein bisschen stört, ist, dass hier. Na dann, Gute Nacht fehlt, aber das ist egal. Ja. Ist halt mal mein Lieblingslied, aber ist es egal, dass das jetzt nicht dabei ist. Wir haben hier drauf, wieso und weshalb, schwarz oder weiß, 7 Tage, 7 Nächte, scheißegal, nur ein kleines Stück Papier. Sommer in der Stadt, so ein Schwein, Ballermann, einfach geil, der Sommer von damals, ich gehe mit dir, denn eines Tages vielleicht, geil, 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 auf deinem weiten Weg. Weiß der Geier, Wahnsinn, verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Mein Haus, lieben oder hassen und ich will noch mehr. Die CD hat 10 unveröffentlichte Live-Versionen. Und ja. So, bevor ich hier zur CD komme, kommen wir hier zum kleinen Booklet. Hier haben wir ja ein kleines Booklet dabei. Hier haben wir die DVD. Da kann man mal sehen, wie alt die CD schon ist. Ich habe mir die natürlich, ja. Hier sind 30 Live-Titel dabei. Und läuft über 120 Minuten, also über 2 Stunden. Und ja. Hier haben wir nochmal ein paar Bilder, wo er live ist. Und hier noch ein bisschen Werbung für die ganzen anderen Lieder. Und hier ist dann nochmal sein Sohn drauf. Achim Petri, der macht ja auch Musik. Hier haben wir dann die CD und dann nochmal ein Live-Bild von Wolfgang Petri. Ich glaube sogar, dass das ist von der ist nicht okay. So, dann kommen wir zu Wolfgang Petri Wolles fröhliche Weihnachten. Hier hinten steht sogar drauf mit Mann. Portrait
Ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid, Leute. Mit freundlicher Genehmigung von Otto Walkes. Ja, Leute, Otto Walkes hat ja, er war hier mit zuständig. Hier kann man es nochmal unten lesen. Hier steht's. Mit Otto Walkes. Und hier ist das, was ich nicht aussprechen kann hier. Ja, hier sind drauf 1000 Geschenke. Also, das ist alles tanzbar jetzt. Hier steht hier drauf. Also, tanzbar. Ich weiß es, ja. Also, 1000 Geschenke. Weihnacht fängt an. Alle Jahre wieder, Feliz Navidad, Klingglöckchen, Klingelingeling. Entschuldigung, Leute. Das ist Weihnachtswalzer-Medley. Am Weihnachtsbaume, da hängt eine Pflaume. Gnadenlose Weihnachtstage, eine Mu, eine Mä. Lasst uns froh und munter sein, fröhliche Weihnachten überall. Ihr Kinderlein kommet. O du Fröhliche, wann ist endlich wieder Winter? Der Adventskalender, Morgenkinder. Morgenkinder wird was gehen. Mann! Heute Abend auf dem Weihnachtsmarkt. We wish you a Merry Christmas. Vorbei ist das alte Jahr. Ja, Leute, sobald Weihnachten ist, werde ich sogar jeden Tag, also sozusagen als Adventskalender, ein Lied von Wolfgang Petris, Fröhliche Weihnachten, werde ich dann ein Lied hochladen auf YouTube. Und ja, also nur, dass ihr Bescheid wisst, könnte man sich ja euch, ja, bin halt mal gespannt. Hier haben wir ein Booklet, aber da ist nicht wirklich viel. Da stehen nochmal die Lieder drin und hier nochmal fröhliche Weihnachten. Ja. Jetzt muss ich wieder hier versuchen, das Teil hier reinzuklatschen. Voll schwer ist das. Hier haben wir dann die CD. Und so sieht dann halt das Ganze aus. Und ja. So, dann kommen wir auch schon zur letzten CD. Jetzt muss ich erstmal wieder alles hier. So, dann kommen wir auch schon zur letzten CD und zwar 40 Jahre 40 Hits. Das war die allererste Wolfgang Petri CD, die ich besitzt habe oder die ich mir gekauft habe, besser gesagt. Das war die allererste. Ne, warte mal. Ne, das war meine zweite. Jetzt habe ich mich gerade vertan. Das hier ist meine zweite Wolfgang Petri CD, die ich mir gekauft habe. Und das hier war meine erste. Also Weihnachten mit Wolfgang Petri, also Wolles Fröhliche Weihnachten, das war meine allererste Wolfgang Petri CD. Und das hier ist meine zweite. Und die beiden halte ich auch sehr in Ehren, weil mein Onkel hat auch Wolfgang Petri gehört und der ist 2014 halt gestorben. Sprich vor 4 Jahren. Und deswegen halte ich das auch in Ehren, weil er halt auch Wolfgang Petri gehört hat und ja. Und da ist wie gesagt Wolfgang Petris Fröhliche Weihnachten und meine erste CD ist und das hier meine zweite, halte ich beide sehr in Ehren, genauso wie die anderen, die sowieso. Und ja, hier haben wir zwei CDs drinne und da auf CD 1 haben wir drauf Wahnsinn, Sehnsucht nach dir, Ruhrgebiet, brandneu, tu's doch, weiß der Geier, scheißegal, Weiber, jeder Freund ist auch ein Mann, Bronze, Silber und Gold, ganz oder gar nicht, der Himmel brennt, Gianna, Liebe im Auto. Hey Sie, sind Sie noch dran? Wieso und weshalb? Du tust mir gut. Geil, geil, geil. Mein Zuhause. Ich heb das Glas. Der letzte seiner Art. Auf CD 2 haben wir dann drauf: Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Du machst aus mir eine Achterbahn. Oh, das ist sogar hier von. Ah, oh, okay. Dann haben wir noch Rettungsboot in einem Mix. Das finde ich auch geil. Da singen Wolfgang Petri und Achim Petri. Also Wolfgang Petri und sein Sohn zusammen, das finde ich voll geil. Da sind diese Augen tanzbar, also das halt wie bei Wolles Fröhliche Weihnachten, nur halt bei dir sind diese Augen. Du bist ein Wunder, einmal noch ist auch tanzbar. Sommer in der Stadt, Jessica, ich hab dich einmal schon geliebt, Augen zu und durch. 7 Tage, 7 Nächte, so ein Schwein, ich will noch mehr, frei für dich, das stehen wir durch. Nur ein kleines Stück Papier, Tinte, wo willst du hin? Epoche, denn eines Tages vielleicht und Pflicht. Tinte, wo willst du hin? Das Lied ist auch mit Wolfgang Petri und sein Sohn Achim Petri. Ja, Leute, hier haben wir nochmal ein ziemlich großes Booklet. Noch ein paar Bilder seiner Lieder halt. Von ihm selber, wo er noch ziemlich jung war. Hier gibt es sogar noch Bilder dabei von ein paar neuen Liedern von ihm, die 2015 und 2016 rauskamen. Davon gibt es hier sogar dann noch Songtexte.
Hier haben wir zum Beispiel von Pflicht einen Songtext. Und dann nochmal halt ja, die CD. Wie gesagt, hier gibt es zwei. Ich glaube, das zweite habe ich schon aus Versehen weggemacht. Also war ich wahrscheinlich zu schnell. Oder gab es nur eins drin? Ja, ah, hier ist das zweite. Ja. Dann kommen wir zu den CDs. Hier haben wir CD1. Und hier haben wir dann halt CD2. Und so sieht das dann hier nochmal aus mit Wolfgang Petri. Und ja, Leute, das war's dann auch schon für dieses Video. Wie gesagt, das ist Part 1 meiner CD-Sammlung. Ich habe hier noch viele, viele mehr und die werde ich euch noch irgendwann präsentieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.